Terminal kannst du die Daten hochladen. Ich werde sie so schnell wie möglich in den Fabrikatorplan für das neue Nullwellengerät integrieren. Und sei vorsichtig. Die Typhon werden bemerken, dass wir die Koralle zerstören wollen. Sie werden dich jagen. Auf meinem Schreibtisch findest du etwas, das dir helfen sollte. Und damit ein wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Prey. So, wir müssen jetzt erstmal zum Terminal hoch. Wir machen das doch einfach mal direkt, würde ich sagen, ohne weitere Umschweife. Ich hoffe allerdings, dass uns da drin jetzt nicht irgendein frecher Typ erwartet. Deswegen fahren wir einmal der Gerät aus. Aha, war hier etwa jemand da? Typhon-Köder, den wir nicht nehmen können, weil wir keinen Platz haben. Stimmt. Arzneifabrikatorplan. 3 Neuromods, auch dafür haben wir keinen Platz. Was ist denn da los? Wir haben zu viel Typhon-Material und zu viele Geräte hier. Anzug, Reparaturkit, da könnten wir eins von verwenden. Ach, mal wieder diese große Frage, was soll ich wegwerfen? Ich würde sagen, wir lassen einfach mal das Typhon-Organ fallen. Holen uns erstmal die 3 Neuromods, die wir dann auch direkt benutzen, wenn wir dann was Gescheites finden. Ah, Techniker. Na, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich möchte nicht zu viel Typhon-Material in mir haben. So, Gegner brauchen länger, um mich zu entdecken. Da wird es auch mal Zeit, dass ich diesen Skill endlich mal habe. Ja, da haben wir jetzt immer noch einen Neuromod übrig. So, was, Achso, der meinte wahrscheinlich die Neuromods und alles, was mir helfen wird. Und den Typhon-Köder. Wir haben sehr wenig Munition. Wir brauchen echt dringend mal einen Recycler. Ich würde sagen, ich schaue mal ganz kurz auf der Karte nach, wo denn der nächste ist. 2 Operator-Dispenser, die interessieren uns nicht. Sicherheitsstation interessiert uns auch nicht. Ach, guck an, hier unten ist ja ein Recycler, Ebene 1. Aber ich finde es so mies, dass man sich keine Wegpunkte setzen kann. Okay, wir müssen dafür hier hinten hin. Da müssen wir hin und dann irgendwie runter. Also da, wo wir ursprünglich reinkamen. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns doch als allererstes mal dahin und kommen gleich nochmal hier hin zurück. Können wir hier an einer gescheiten Stelle... Moment, haben wir die Kiste schon durchsucht? Nein, haben wir noch nicht, aber... Es ist ja sowieso noch alles voll hier. Na, ich würde sagen, da hinten können wir besser jumpen. Da ist nämlich unser Ziel, da wo ich gerade genau drauf ziele. Da in die Richtung müssen wir. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal kurz rum. Spring geschmeidig runter, lande sanft wie ein Waldschrat. Soweit zumindest die Theorie. Mal schauen, was die Praxis davon hält. Moment, ich stelle mal kurz ab. Erstmal kurz scannen, ob da irgendwas ist. Aber es sieht tatsächlich nicht so aus. Denn es ist eine Mimik. Also gut, da wissen wir dann schon mal Bescheid. Also irgendwie da unten, glaube ich. Oder da. Na, egal. Wir finden den Weg schon. Auf jeden Fall heißt es jetzt erstmal Geronimo. Oh, schon wieder diese wundervolle Musik. Zack. Ich konnte nicht widerstehen. So, Moment. Haben wir auch eine Leiche? Ja! Ja, für den Mimiktumor reicht es allerdings. Genau hier müssen wir, glaube ich, rein. Und dann müsste da unten der Recycler gleich sein. Jawohl, das sieht sehr, sehr gut aus. Jawohl, wir können recyceln und sogar direkt Dinge herstellen. Perfekt. So, dann wollen wir jetzt erstmal alles wegschmeißen, was hier unten so im Inventar liegt. Und alles... Ach komm, ich will das doch hier reinpacken. Was soll das denn? Zack, zack. Ach, guck mal an, er hat das direkt gemacht. Schön. Warum wussten wir das denn vorher nicht? Naja, jetzt wissen wir es jedenfalls. Also gut. So, was kriegen wir denn raus? Ja, einiges. Uns fehlt allerdings ein bisschen organisches Material. Das wäre schön. Dann könnten wir mehr Medikits herstellen. So. Jetzt brauchen wir aber erstmal Muni.
Was? Okay, das Geräusch ignoriere ich jetzt einfach mal. So, 9mm Munition. Im Inventar habe ich 5, das reicht natürlich lange nicht. Oh, ich brauche auch was für die Glukanone, fällt mir gerade auf. Glukanister, was brauchen wir dafür? Ah, Mist, auch ein bisschen organisches Material. Na gut. Einen machen wir noch. Ich hoffe dann mal, dass wir den Rest noch so zwischendurch finden. Schrotpatronen brauchen wir auch noch. Habe ich nämlich auch nicht gerade viel. Irgendwie haben wir viel zu viel. Ja, das ist gesperrt, schon klar. Ach, jetzt. So, ich muss nämlich mal ganz kurz gucken, was wir überhaupt noch mit dem synthetischen Material anstellen können, weil irgendwie so richtig viel ist da ja nicht, ne? Ne, das brauchen wir tatsächlich am allerwenigsten. Ich frage mich, warum ich davon so viel plündere. Ich meine, wir brauchen zwar für die Neuromods, da brauchen wir es natürlich, aber da müssten wir uns ja nochmal den Bauplan schnappen. Wir checken mal kurz unser Inventar. So, Moment, machen wir besser so. Munitionstechnisch, ja, es ist jetzt nicht die Welt, aber ich hoffe mal, dass es jetzt erst einmal reicht. Also gut, dann gehen wir mal zurück. Moment, genau, hier wollte ich eigentlich hoch. Denn da waren ja, glaube ich, noch die ein oder andere Mampfkiste. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau wo. Ach, da oben drauf, stimmt. Mussten wir nicht hier noch was reinpacken? Irgendwas musste da doch rein, oder? Da hatten wir dann. Ich muss ja ganz kurz gucken, ob wir da eine Quest für haben. Ich meine, nur wenn wir jetzt schon mal da sind, halt, ne? Hm, wer ist December? Gartentipps. Das will ich aktivieren. So, dankeschön. Ja, ziemlich genau da, wo wir sind, theoretisch. Medizinoperator, aha. Warum zeigt er uns den Medizinoperator jetzt an? Muss ich etwa zu dem hoch? Ich glaube fast. Wir gehen mal eben zu dem hoch und schauen mal. Ach Mist, schade. Ich habe gehofft, etwas organisches Material zu finden. Ach, das ist auch nur ein Holzscheit. Oder wahlweise auch Klotz genannt. Hä? Ich dachte, ich hätte dir alles aufgemacht. Anscheinend nicht. Warum höre ich hier wieder Gegnergeräusche? Haha, besiegt. Moment. Einmal weg damit. Wie aktivieren wir die Sprinkleranlage? Ach stimmt, hier kriege ich ja sau viel organisches Material. Da werde ich doch mal sowas von die Türen entriegeln. Auch wenn hier offensichtlich irgendwo Gegner sind, die ich gerade noch nicht gesehen habe. Da ist ein Medizin-Operator. Ich glaube, zu dem muss ich hin. Oder vielleicht habe ich ihn dann einfach nur identifiziert. Ich weiß es gerade offen gesagt nicht. Wir müssen einfach mal. Ja, wir plündern jetzt erstmal ganz in Ruhe, was wir hier so haben. Was hier so gibt. Druckregulator, den brauche ich bestimmt. Und ein Thermalverstärker. Was können wir denn damit machen? Druckregulator? Was denn? Ist das ein Chip? Ne, das ist ein Psychoskop-Satz. Verstärkte Schaden der Thermalbombe. Ja, ganz nett, aber brauche ich gerade nicht wirklich. Ach, guck an. Auf einmal ist die Tür auf. Surprise. Naja, hier ist noch nichts nachgewachsen, leider. Schade. Ich dachte, ich könnte mich jetzt hier schön laben, aber scheinbar wächst das doch nicht so schnell, wie ich gehofft hatte. Aber schwebt da oben. Wo ist der denn? Ich höre den doch die ganze Zeit.
Alter. Ja, oh, ey. Da saß der Schreck zu tief und der Blick auf meine Gesundheitsanzeige leider nicht ganz so tief. Deswegen einmal vom letzten Spielstand laden. Ich weiß gerade nicht, wo genau das ist. Ach, Gott sei Dank. Nichts allzu weit weg. Das finde ich sehr schön. Haben wir hier hinten noch irgendwas Fruchtiges? Nein, ich glaube nicht. Aber nach dem, was da gerade passiert ist, würde ich sagen, drücke ich mir mal ein Medipack rein. Okay, so hoch wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist ja auch mal eine ganz nette Aussicht. Was haben wir noch? Was haben wir noch? So. Ah! Springt ihr mir einfach ins Gesicht, der Sack. So, weg mit dir. Alter, ich habe gesagt, weg mit dir. Bäm! Du Mistkröte, ey. Aber immerhin hat er Schrotpatronen dabei. Das tröstet mich zumindest ein ganz kleines bisschen. Hallo. Hallo, Medizinoperator. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Und wieder einmal wird mir klar, das war gerade total bräsig, dass ich das Medipack benutzt habe. So, jetzt packen wir hier mal den Druckregulator rein. Das müsste dann, glaube ich, reichen für die Quest. Nicht? Müssen wir nicht hier den... Ich habe den doch geplündert, oder? Wo ist er? Da. Druckregulator reguliert die Wasserversorgung für das Rohrleitungssystem der Talos 1 ausgelegt. Aha. So, und warum kriegen wir dich jetzt hier nicht rein? Müssen wir den irgendwie so rüberpacken? Ich hätte schwören können, dass er rein muss. Ja. Toll. Was machen wir jetzt? Sprinklersystem, geh durchsuchen. Ja, toll, da muss der Druckregulator rein, sag ich doch. Scheint aber irgendwie nicht zu passen. Muss der hier hinten dran? Also ich bin überzeugt davon, dass der hier eigentlich rein muss. Weil da auch eben diese Öffnung ist, diese offensichtliche. Aber der will scheinbar nicht. Das ist schade. Na gut, dann ignorieren wir die Quest halt. Können wir die ja wieder entmarkieren. Wir könnten das hier noch mal... Ah, dafür müssen wir in die Lobby. Wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal die Hauptgeschichte weiter, würde ich sagen. Deswegen marschieren wir jetzt erstmal wieder hoch. Und schauen mal, dass wir dann da oben auch fündig werden. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht direkt irgendeinem Mongo hier in die Arme laufe. Sagte er und lief einem Mongo direkt in die Arme. Bäm! Gott sei Dank. Ich habe nämlich gehofft, dass wir den platt kriegen, ohne dass unser Geschütz jetzt hier drauf geht dabei. Und siehe da, es hat funktioniert. So, Moment. Hä? War da noch was zu plündern? Ja, vom Weber. Cool. Den ziehen wir uns natürlich gerne rein. Moment, war da einer? Nein, da ist noch ein defektes Geschütz. Okay, okay, okay. Soweit, so gut. Keiner in Sicht. Das freut uns doch. Na dann, auf nach oben. Dann werde ich auch mal eben die Kiste da links plündern, weil da ja ein bisschen biologisches Material drin war. Was wir aber gerade nicht plündern konnten. Aber siehe da, jetzt geht's. Surprise! So, nehmen wir den Köder noch mit. Haben wir hier? Wo muss ich denn jetzt hin? Hm. Ich
bin doch hier richtig, ne? Terminal. Ja, ich muss ans Terminal. Wartet mal ganz kurz. Ich muss ja kurz auf die Ziele schauen. Hol dir Alex Zündschlüssel im Arboretum. Aha. Und hier lade die Scandaten mit Alex Terminal hoch. Okay, ich muss hier was hochladen. So, jetzt die Quizfrage. Wie mache ich das? Habe ich gerade was übersehen? Ach, hier, Korallendaten. Ah, okay, Entschuldigung, ich bin einfach nur ein bisschen blind. Oh, scheiße, und ich habe das Geschütz nicht mit reingenommen. Morgen. Die Übertragung wurde unterbrochen. Etwas oder jemand. Scheiße. Okay. Hier spricht Commander Walter Dahl. Der Transtar-Vorstand hat mich ermächtigt, die Kontrolle über die Talos 1 zu übernehmen. Mit sofortiger Wirkung. Alle Mitarbeiter haben sich umgehend beim Shuttle-Dock zur Evakuierung einzufinden. Wer diesem Aufruf nicht nachkommen kann, sendet bitte ein SOS-Signal. Dann werden meine Rettungsoperator sie finden. Eine Sache noch. Alex und Morgan Yu sind ihres Amtes enthoben. Ab sofort darf niemand ihre Anweisungen befolgen, noch ihnen irgendeine Art von Hilfestellung leisten. Dallover. Na super. Oh shit. Forschung abgeschlossen. Schwächen elektrische MP, Explosionen, Nahkampf, okay. Na komm, spüre die Schwäche des Nahkampfes. So, Moment. Alter, die haben ja komplett meinen Anzug zersägt, die Schweine. Gut, dass ich diverse Anzugsreparaturkits dabei habe. Alter, die zersägen mich gerade ganz schön. Komm, ich habe so viele EMP-Ladungen. Hau ich mal eine raus. Was? Wer denn jetzt noch? Ach, der ist explodiert, okay. So, Moment. Wo haben wir unseren Taser? Wir sind ausgesperrt. Das ist Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme der Talos 1 unter Kontrolle. Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste, sie haben eine Geheimwaffe. Aber ein kleiner, naiver Teil in mir hat geglaubt, sie würden sie nicht gegen ihr eigenes Fleisch und Blut einsetzen. Wir werden diese Korallendaten nicht durchkriegen, wenn wir nichts unternehmen. Es gefällt mir zwar nicht, aber du musst irgendwie in sein Kommandoshuttle gelangen, seinen Zugangspunkt finden und seine Verbindung kappen. Oh Mann! Das ist ja doch ziemlich mies. Wir reparieren erstmal unseren Anzug weiter. So, es möge an der Stelle reichen. Alter, ich habe keine Medikits mehr. Scheiße. Das ist in der Tat sehr schlecht. Ja, dich, liebes Geschütz, hätte ich mal mit reinnehmen müssen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ins Kommando-Shuttle, nach da unten. Gut, dann gehen wir erstmal runter. Ich bin gespannt, wie und ob wir das jetzt noch so in dem Maße gedeichselt kriegen. Wissen, dass sie kommen. Das Transstar-Personal ist mit Tracking-Armbändern ausgestattet. Seine Operator sind zweifelsohne schon unterwegs, um sie zu retten. Die Armbänder werden in der Datenzentrale angelegt und entfernt. Untersuchen Sie das, falls Sie unentdeckt bleiben möchten. Okay, das Geschütz ist da keine große Hilfe gewesen. Das ist ziemlich mies. Ah, oh, super. Jetzt hätte ich doch hier schon wieder irgendwen herlaufen. Ganz großes Tennis. Ob ich es hier rüber schaffe? Was haben wir da? Da ist nur irgendein Gegner. Operator Dispenser. Der könnte mir helfen. Ich weiß gerade nicht mehr, was das für ein Operator war, aber... Ja, komm, da ist direkt der Nächste. Blackbox-Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung.
Oh, super, das Aufladen hat leider zu lange gedauert. Und der Militäroperator, Alter, die sind echt mies, die Dinger. Ach, Leute, das wird jetzt gerade richtig haarig. Keine Medikits mehr. Ich könnte zwar noch ein bisschen Gemüse fressen, aber ich würde daraus lieber Medikits machen. Und die Militäroperator, die geben uns auch so ziemlich den Rest. Das ist dann von daher leider ziemlich doof. Aber gut, wir schauen einfach mal. Oh, und wir speichern ab hier. Moment, kann ich noch mal raus? Nein, das geht nicht. Na toll. Morgen. Die Übertragung wurde unterbrochen. Etwas oder jemand? Scheiße. Hier spricht Commander Walter Dahl. Der Transtar-Vorstand hat mich ermächtigt, die Kontrolle über die Talos 1 zu übernehmen. Mit sofortiger Wirkung. Alle Mitarbeiter haben sich umgehend beim Shuttle-Dock zur Evakuierung einzufinden. Wer diesem Aufruf nicht nachkommen kann, sendet bitte ein SOS-Signal. Dann werden meine Rettungsoperator sie finden. Eine Sache noch. Alex und Morgan Yu sind ihres Amtes enthoben. Ab sofort darf niemand ihre Anweisungen befolgen, noch ihnen irgendeine Art von Hilfestellung leisten. Dull over. Ah, na dann geht's jetzt los. Forschung abgeschlossen. Moment, wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Da ist sie. Ja, euch halte ich mal schön unten. Okay, gut, wir brauchen etwas mit ein bisschen. Ja, wobei, das bringt jetzt auch nur bedingt viel. Wir machen es so. Diese Statue war einiges wert, Morgan. Aber ich bin großzügig und gehe davon aus, dass sie aus Versehen zu Bruch gegangen ist, als du mit einem Typhon gekämpft hast. Nicht ganz mit einem Typhon, aber ja. Wir sind ausgesperrt. Das ist Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme der Talos 1 unter Kontrolle. Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste, sie haben eine Geheimwaffe. Aber ein kleiner, naiver Teil in mir hat geglaubt, sie würden sie nicht gegen ihr eigenes Fleisch und Blut einsetzen. Wir werden diese Korallendaten nicht durchkriegen, wenn wir nichts unternehmen. Es gefällt mir zwar nicht, aber du musst irgendwie in sein Kommando-Shuttle gelangen, seinen Zugangspunkt finden und seine Verbindung kappen. So, wir schauen jetzt erstmal, wo hier überall Gegner lauern. Ich sehe gerade nichts. Gut, dann gucken wir, dass wir nochmal darüber kommen. Denn wir müssen dringend noch ein bisschen was recyceln. Und ein paar Medikits herstellen. Ach, das war so klar, dass da jetzt natürlich auch noch diverse Leutchen lauern. Wissen, dass sie kommen. Das Transtar-Personal ist mit Tracking-Armbändern ausgestattet. Seine Operator sind zweifelsohne schon unterwegs, um sie zu retten. Die Armbänder werden in der Datenzentrale angelegt und entfernt. Untersuchen Sie das, falls Sie unentdeckt bleiben möchten. Machen wir schnell raus hier. So, in die Datenzentrale, um ein Tracking-Armband deaktivieren. So, schön draufhauen. Ganz in Ruhe. Verprügeln will ich jetzt. So, das war's. Dankeschön. So, jetzt habe ich ein bisschen Puls, aber das ist jetzt nicht so furchtbar schlimm. So, dann auf zum Recyceln. So, warte mal. Erstmal den ganzen Schrott übertragen. Zack. Können wir das recyceln? Oh, da kriegen wir jede Menge Material raus und die benutze ich eh nicht. Deswegen würde ich mal sagen, recycle ich was hin von den Dingern. Huiuiui, das gibt schön Schotter. Haben sehr viel schönes synthetisches Material. So, mir gelüstet nach einem Medikit. Nach diversen sogar.
Und da wir diverses an Material haben, können wir uns auch Gott sei Dank diverse herstellen. Zack. Möge erstmal reichen und ich würde sagen, wir sollten noch ein paar Psy-Hypos machen. So, wie viel Material haben wir denn jetzt? 8 jeweils. Das ist gut, das gefällt. So, in die Guts wollen wir nun wirklich nicht. Auch wenn es hier schon ordentlich rumpelt. Moment, wir nehmen mal... Entschuldigung. Oh, verschluckt. Tut mir leid an der Stelle. Aber auch das passiert hin und wieder mal. Das ist kein Geräusch, was mir gefällt. Ach Gott sei Dank ist es nur der Gerät. So, hier geht's zum Kommando-Shuttle. Und ich würde sagen, bevor wir da hingehen, meine Lieben, mache ich hier meinen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich gehe mal kurz ins Inventar, nicht, dass uns in der Abmoderation der Typ noch versucht, ein bisschen zu missbrauchen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.